Mensch, jetzt komm doch mal zu dir. Boah, ich hab diesen schweren Fall und das auch noch mit diesem Hund von Staatsanwalt. Mit diesem Staatsanwalt, ey. Das wird mir zu viel. Ich brauch was. Ich brauch jetzt was zum Ziehen. Du brauchst das Zeug doch nicht. Mach dich doch nicht immer kleiner, als du bist. Mann, verstehst du das nicht? Ohne das Zeug gewinne ich den Fall nicht. Ich brauch auf jeden Fall was, Mann. Ich brauch was. Nein, diesmal nicht. Vergiss es. Die sind doch eh alle gedopt. Deswegen ist doch der Staatsanwalt so eine harte Nuss. Bitte, du musst mir was besorgen. Besorg mir was. Es interessiert mich nicht, was andere Leute machen. Du bist so ein toller Mensch. Du weißt, was du tust. Und du brauchst das Zeug nicht. Bleib doch einfach, wie du bist. Wenn du doch selbst nicht an dich glaubst, wie sollen dann andere Leute an dich glauben? Bitte, mein Schatz, noch einmal, wirklich, tu mir bitte noch einmal den Gefallen. Bitte, mein Engel. Okay, gib mir den Autoschlüssel. Aber das ist das allerletzte Mal. Dann ist vorbei. Schau dich doch mal an, was aus dir geworden ist. Da ist die Frau, die ist tot. Kümmere dich um den Jungen, der lebt noch ein bisschen. Alles klar, Christian? Ja, geht so. Was machst du? Hast du was zu rauchen? Normal. Gehen wir zu mir, ja? Alles klar, Mann. Komm auf. Ey, warte mal kurz. Wie siehst du eigentlich aus? Ja, läuft momentan nicht so gut, Mann. Wie läuft nicht gut? Keine Kohle mehr. Guck mal, vor einem Jahr, du warst noch mein Anwalt, du hast mich vor Gericht rausgeholt, hast meinen Arsch gerettet und jetzt, wie so ein Penner, kommst du angekrochen wie so ein kleiner Hund. Brauchst dein Shit, ne? Was aus dir geworden, Alter? Na, egal. Komm, geh mit. Alles klar. Komm rein, setz dich. Wie viel brauchst du? Ein Zehner, wenn nicht schlecht. Zehner? Alles klar. Hier, auf komm, ne? Ja, Mann, kriegst du ja wieder. Nochmal. Hier, sag mal, warum hast du nur eigentlich so eine kleine Wohnung? Ja, du weißt, wie es ist. Zu Hause bleiben und Geld sparen. Weniger als ein Jahr und mein Traum geht in Erfüllung. Und fliege auf die Malediven. Cool. Alles klar dann. Wir sehen uns dann. Ciao. Ja. Ey, aber ich bin. Ey, was ist bloß mit dir, Alter? Hock, hock, Schwein. Ich war im Park, ich hab so Schläge bekommen von so zwei Typen. Was, zwei Typen? Ich kenn die nicht wirklich. Aber lass mal packen, die sind noch da, glaube ich. Ja, die auch, wir klären das. Bruder, ich brauch noch ein bisschen Geld. Geld? Für was? Ja, ich hab Mädchen kennengelernt, ich möchte gerne, ich wollte noch mit der was essen gehen. Ah, hat die Geld. Na. Dankeschön. Hat die Geld, wir klären das.
Hey, du Heckenpenner, was brauchst du da? Gib mal her den Scheiß. Ey, bist du taub oder was ist los mit dir? Ja, geht doch. Geht doch, Alter. Komm, mach mal ab hier. Komm, hau mal ins Wissen. Ey, jetzt haben wir umsonst einen Jolly, hä? Na, ist doch gut. Schade, dass der kleine Pisser nichts dabei hatte, den wir eben zusammengeschlagen haben. Na egal, Hauptsache wir haben was. Ja, normal. Hauptsache wir haben einen Joint, haben den Typen auf die Fresse gehauen. Fertig. Ja, passt. Ja, normal. Ach, Schatz. Hm? Ich gehe heute Abend noch mit ein paar Kumpels weg. Schon wieder? Das kotzt mich so an, ehrlich. Dann gehe ich heute Abend auch raus. Was? Du gehst nach Hause, da wo du hingehörst. Vergiss es, du Penner. Was hast du davon? Was ist hier los? Lass das Mädchen im Ruhe. Was soll das? Verpiss dich, Mann, misch dich nicht ein. Was verpiss dich, Land? Was schafft, Land? Verpiss dich. Ich will dich hier nicht mehr sehen. Ist in Ordnung mit dir? Ja. Geht? Danke, dass du mir geholfen hast. Kein Problem, hab ich doch gerne gemacht. War das dein Freund? Ja, aber ich will schon lange nichts mehr mit dem zu tun haben. Ich brauch dir kein Eichwetter, jetzt bin ich da. Wollen wir ein Stückchen laufen? Ja, wollen wir was zu trinken hier, wir beide? Ja, Steffi, sag mal, was war denn das eben für eine? Also, ist doch kein Mann. Ich sag dir, der ist nichts für dich. Also ich sag, bei mir würdest du dich viel besser fühlen. Aber was hältst du davon, wenn wir uns heute Abend treffen und was zusammen unternehmen? Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Warum nicht? Du gibst mir deine Nummer, ich rufe dich heute Abend an, dann machen wir was zusammen. Warum willst du meine Nummer? Ich bin für alles offen. Wir können zusammen was unternehmen, viel Spaß haben. Naja, ein Versuch ist es wert. Ja. Ich habe aber keinen Stift. Tschö, Herr Ober. Guten Tag. Guten Tag. Erstmal hätte ich gerne einen Pulli. Einen Pulli? Ja. Ja. Ich danke Ihnen. Und können wir auch gleich eine Bestellung aufgeben. Was hätte ich denn gerne? Ich nehme Schokoeis mit Sahne. Schokoeis mit Sahne? Und ich nehme Cola. Cola, kommt sofort. Okay, danke. Danke. Für die Dame das Eis. Bitte schön. Dankeschön. Hier die Löffel. Dankeschön. Und für den Herrn die Cola. Bitte schön. Danke. Ja, hallo. Ey, ich bin's, Abi. Ja, Morik, was geht? Ey, hör mal zu, wir müssen uns mal schnell treffen, ist was passiert. Ja, Amjolo, wo soll ich hinkommen? Komm in den Park, bei uns, ja, so in 10 Minuten. Ja, okay, Amjolo, hadi, bis dann. Hadi, hau rein, ne? Ciao. Hadi, tschüss. Ja, Chevy, da gibt's ein Problem. Ich muss dringend weg. Aber ich hab hier deine Nummer, ich rufe dich heute Abend an. Dann sehen wir uns später, okay? Okay. Okay, danke schön. Bis später. Was, Bruder, Alter? Erzähl mal, wie das passiert ist. Ich hab die gesehen und keine Ahnung, die haben mich schon dumm angemacht. Dann, das sind so zwei Idioten. Ja, ist klar. Wie geht's? Wie geht's? Was ist mit deinem Gesicht passiert? Ich hab Schläge bekommen von so zwei Typen. Wer sind die Typen? Ich weiß nicht. Gehen wir mal los. Müssen wir irgendwo hier sein. Wir müssen irgendwo hier rumlaufen. Ey, Bruder, das sind die zwei. Der Lambre und Chuchu. Ey, was ist los mit deiner Arsch? Wie war's los mit meinem Arsch? Jetzt wieder hast du mal, Alter. Polizei, komm! Komm, weg hier! Boah, was ein Arsch. Erst macht er einen auf dicken Kumpel und jetzt lässt er mich hier im Stich. Schau dich doch mal an, was aus dir geworden ist. Wohin? Was geht ab, Mann? Ah, ein bisschen rumlaufen, ein bisschen chillen, du weißt. Ja?
Und sonst? Alles okay bei euch? Gut. Hey. Hallo. Was geht ab, Bruder? Ja, was soll ich dir sagen? Ein bisschen mit Schwester laufen so. Weiß. Was war denn da eigentlich heute los mit dir und diesen Typen da? Ja, genau. Was war das? Was passiert? Ich hab gehört, dass irgendwie ist jemand nicht geschlagen und dann sind anderen Typen. Wer? Ey, wisst ihr was? Was ist da passiert? Ich weiß nicht, ich hab das so gehört. Geht dich nichts an. Wie, das geht mich nichts an? Der war nett. Ich bin dein Bruder, willst du mich verarschen oder was? Allah, Allah. Hammerhart. Warte mal, ich komm gleich wieder. Ja. Sollen die mitgehen? Ja, was sind die mal? Ja. Was geht? Alles klar. Was läuft bei dir? Naja, ey, ich brauch mal was zu ziehen, bitte. Wie, du brauchst was zu ziehen, Alter? Was ist mit dir passiert, Mann? Was ist los? Ja, ey, komm, 30er, wenn ich Schluss. Alter, Junge, schau dich doch mal an, wie du heruntergekommen bist, Mann, Alter. Was? Scheiß drauf, bitte. Nur Teil 1. So. Ja, scheiß drauf, ich geb dir noch ein 10er Geschenk. Korrekt. Weißt du, weil du mir letztes Mal geholfen hast. Aber das war das letzte Mal. Zieh langsam, mach keine Faxen und seh zu, dass das hier wieder wird, Mann. Okay? Danke. Hey, wir sehen uns. Also. Schau dich doch mal an, was aus dir geworden ist. Ah, Mann, ich will's nicht mehr! Die Frau, die ist tot. Kümmere dich um den Jungen, der lebt noch ein bisschen. Du bist nicht tot. Du darfst nicht tot sein. Ey, was ist mit dir? Bist du schon wieder drauf oder was? Hast du wenigstens was zu rauchen für mich mitgebracht? Oh shit. Guck dich doch mal an. Mann, so schlimm ist es auch wieder nicht. Wie kleines Kind. Warum sagst du sowas zu mir? Ich wollte doch auch nicht, dass es so endet. Nullnummer, hä? Ich krieg das schon wieder hin. Ja, wirklich. Ja, mit deiner Hilfe schaffe ich das schon. Ich muss aus meinem Umfeld raus. Ah, jetzt verstehe ich. Du willst mich ganz für dich alleine. Isolationshaft, hä? Ja, jetzt muss was passieren. Ich weiß. Ich hab's. Wir hauen ab, wir gehen nach Haiti. Was verarschen, das war nur Spaß, Mann. Ich weiß, jetzt muss endlich was passieren. Ja, ey, wir müssen es schaffen, wir müssen hier raus. Wir müssen hier weg. Endlich. Schau dir nur mal an, was aus dir geworden ist. Ey, wir müssen es schaffen, wir müssen hier raus. Wir müssen hier weg. Endlich.